The world becomes one. The world becomes one. The world is one. Podcast. Gespräche rund um die Welt. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast für The World Becomes One. Der Podcast für eine schöne, friedvolle Welt in Zeiten des Wandels. Mein Name ist Sam und mein Gast heute Helmer Rudolph. Herzlich willkommen, mein Lieber. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder, liebe Sam. Schön, wieder da zu sein und ein bisschen Wissen, Weisheit, Erfahrung, Freude in die Welt zu bringen. Ja, großartig. Vielleicht stellst du dich noch einmal vor. Wir hatten ja bereits einen Podcast mit dir. Das kam ganz gut an bei unseren Zuhörern und aus diesem Grund eine Wiederholung. Aber für alle die, die neu dabei sind, noch einmal von dir. Was machst du so? Wer bist du so? Oh Gott. Tun und haben, tun und sein in einem Satz. Mein Name ist Helmer Rudolph, bin gebürtiger Wendländer und habe den besten Teil meines Lebens in Kapstadt, Südafrika verbracht. Hat mich natürlich stark geprägt. Habe Diplom in Marketing Management, habe Datenbankprogrammierung gemacht, habe mich um Internetsoftware gekümmert, bis ich dann 2007 auf das Master Key System von Charles Hanel gestoßen bin. Und dann hat mein Leben eine Kehrtwende genommen, denn ich habe dieses Buch ins Deutsche übersetzt und habe dann in der Folge ein komplettes Unterstützungssystem um diese Buchübersetzung herum entwickelt. Hörbuch, Kinderbuch, 24-Stunden-Erfolgsbuch, Meditationen, visueller Masterkick, vollständig kommentiert, Studienservice, unzählige Videos. Und das hat mir so eine Alleinstellung gegeben, weil das niemand auf der Welt macht das so umfangreich wie ich und kümmert sich da so hingabevoll drum. Und ich tue das, weil das einen Grund hat, weil das Master-Key-System halt die absolute Grundlage unserer Existenz ist. Ist okay. Ein bisschen vollmundig, aber ist halt so. Okay, und deshalb heißt du auch der beste Punkt-Coach. Ich habe diesmal an den Punkt gedacht. Du hast an den Punkt gedacht. Das finde ich gut, der beste Punkt-Coach. Ja, der beste Punkt-Coach ist hervorgegangen aus meiner Andersheit. Ich war jahrelang und eben fuhr ich unter Mr. Master Key, sollte eigentlich Charles Hanel sein, aber ich hatte das Projekt begann mit einem Partner, das ging dann nach einem Jahr auseinander. Und dann war die MrMasterKey.com-Domäne quasi die herhalten musste für das Ganze. Und dann entwickelte ich mich irgendwie zu Mr. Master Key, obwohl das eigentlich immer Charles Hanel galt, weil der ja nicht nur das Master Key-System geschrieben hat, sondern noch vier weitere Bücher. Aber wir haben da uns irgendwie so im Spirituellen geeinigt, dass das so in Ordnung ist. Aber dann wurde mir das Korsett ein bisschen eng über die Jahre. Und dann dachte ich, ich gebe dem Ganzen mal ein anderes Branding, weil es übers Master Key System eben hinausgeht. Und der beste Coach ist ein bisschen polarisierender, weil Mr. Master Key könnte auch ein Schlüsseldienst sein, wenn du es nicht weißt. Der beste Coach sagt schon mal oder engt das schon mal ein aufs Coaching. Und der Beste ist natürlich weit aus dem Fenster gelehnt, aber das ist erstmal so ein Label, wo man reinwachsen kann. Das ist so mal die Latte ist hochgelegt und das mag ich, weil ich halt nach Werten suche und immer wieder versuche, mich zu verbessern, mein Wissen zu vertiefen und das, was ich gelernt habe, eben auch anderen auf eine leicht verständliche Art und Weise zu vermitteln. Genau, und dafür sind wir jetzt hier beieinander. Ich hatte dich ganz kurz in unserem heutigen Vorgespräch gefragt, ob wir es nicht so halten können, dass wir unseren Zuhörern eine Brücke schlagen zu ihrem Leben, was vielleicht auch gerade durch die Corona, so das C-Problem wollen wir eigentlich gar nicht so erwähnen, aber durch die Maßnahmen, die sich gerade durch das weltweite Problem zeigen und die Enge, die dadurch entsteht, dass wir ihnen etwas an die Hand reichen, dass sie es sich besser gehen lassen können. So. Jetzt. Das ist gar kein Problem. Jetzt hast du es ja gut, du sitzt in der Sonne. Ne? Das. Ja, aber die Sonne hat mich nicht hierher gesetzt, ich habe mich in die Sonne gesetzt. Und da steckt mehr Weisheit hinter, als man oberflächlich vielleicht annehmen möchte. Dann steig doch einfach da gleich mal ein. Wenn ich jetzt mich nicht in die Sonne setzen kann, aus bestimmten Gründen, wie gehe ich dann damit um, dass es mir hier unwohl ist mit Ausgangssperren, mit möglichen Impfregelungen, die auf mich zukommen, etc. pp. Das macht mir Angst. Also mir jetzt
tatsächlich nicht, weil ich auch eine andere Herangehensweise habe, aber ich möchte ja mit Hilfe von dir und deinem, du bist der beste Coach, was Schönes in die Welt geben. Ja, wunderbar. Damit können wir den Podcast auch gleich beenden, weil du hast damit schon alles gesagt, weil du hast gesagt, ich habe aber eine andere Herangehensweise. Die Situation, du bist ja auch da oben und die Situation stellt sich für dich oder ist ja für dich genau die gleiche wie oder dieselbe in diesem Falle, dieselbe Situation wie für die anderen, nur du hast eine andere Herangehensweise und du hast die andere Herangehensweise nicht, weil sie dir in den Schoß gefallen ist, sondern weil du das für dich in Anspruch genommen hast. Du hast einfach entschieden, diese Sache anders zu sehen. Ganz genau. Und, ja. Und da, es macht sich viel sympathischer, wenn ich dir die Fragen stelle und du als klugerweiser Mann die entsprechenden Antworten geben kannst. Also den Anspruch, dass ich mich als Oberlehrer hier aufführe, habe ich nämlich überhaupt nicht. Na, ich bin ja neu hier, neu bei dir. Ich kann mich auch noch so ein bisschen daneben benehmen. Ich habe ja noch so ein bisschen Vorschussbonus. Den werden wir heute mal so ein bisschen verspielen, ohne aber irgendwie frech zu werden. Wart's ab. Gut, Tatsache ist die, unsere Realität nehmen wir über unsere Sinne wahr. Und diese Sinne sind relativ, das heißt, sie stehen immer in Bezug zu etwas. Und das, was wir wahrnehmen, sind alles Auswirkungen, es sind keine Ursachen. Sie sind Ursachen für was Neues, aber sie sind prinzipiell erstmal Auswirkungen. Sie haben sich, da dürfen wir gerne auf die deutsche Sprache achten, ausgewirkt. Mhm. Es hat sich ausgewirkt. Du nimmst mit deiner Sinneswahrnehmung, jetzt sagen wir mal, nehmen wir mal die Augen, weil wir mit denen sehen und lesen können, nehmen wir Dinge wahr, die schon geschehen sind. Die können wir erstmal so, diese Wahrnehmung erstmal nicht rückgängig machen. Mhm. Du kannst jetzt aber erstmal das, was du wahrgenommen hast, durch deinen Filter laufen lassen. Und dieser Filter ist auch nicht festgeschrieben. Den kannst du selber gestalten und dann zu einer Bewertung kommen und dann zu einer Entscheidung kommen. Und da sind wir wieder bei der Sonne. Ich habe mir die Situation angeguckt, so wie sie sich wahrscheinlich 83 Millionen Leute in Deutschland angeguckt haben. Mhm. Und habe dann entschlossen, mir ein Ticket zu kaufen. In Gut. die Sonne. Jetzt habe ich aber möglicherweise als Frau Meier Kinder, ja. habe einen ja. Beruf, ich muss diese Kinder ernähren, ich habe vielleicht noch eine Mutter, der es nicht so gut geht und ich habe ein Konstrukt mir in meinem Leben geschöpft und kreiert, wo ich eben dieses Ticket gerade nicht ziehen kann. Jetzt wird es kontrovers. Das mag ich. Da möchte ich es halten mit Nassim Haramein, den ja vielleicht der oder die ein oder andere schon mal gesehen oder gehört hat. Und der sagt, in einem geschlossenen System gibt es unendliche Möglichkeiten oder unendlich viele Möglichkeiten der Entfaltung. Mhm. Auf Deutsch gesagt, zwischen zwei Ufern oder Böschungen kann sich der Fluss auf unendliche Weise entfalten. Er kann langsam gehen, schnell gehen, er kann hin und her gehen, er kann hoch und runter gehen. In einer Situation wie der jetzigen ja. kann man durch Unterlassung, und das, die meisten Menschen, da müssen wir einfach ehrlich sein, sie schöpfen durch Unterlassung. Sie schöpfen dadurch, dass sie faul sind, dass sie bequem sind und dass sie anderen Leuten das Denken überlassen. Möglicherweise mit Popcorn oder mit Ravioli. Nee, ich glaube, Popcorn ist ja immer so kinomäßig, ich genieße meine Kinofilme. Ich glaube nicht, dass sie diesen Kinofilm gerade besonders genießen. Aber sie schöpfen durch Unterlassung. Sie unterlassen und dementsprechend schöne deutsche Sprache, überlassen ist einem anderen, das Denken zu tun, zu tätigen und dementsprechend die Realität für sie zu gestalten. Mhm. Damit ist erstmal grundsätzlich nichts falsch. Womit natürlich was falsch ist, ist, wenn der oder diejenigen, die das Denken übernommen haben und die Realitäten gestalten durch die Maßnahmen, diese Maßnahmen so gestalten, dass sie der Masse der Bevölkerung einfach nicht gefallen. Mhm. Dass man am empfangenden Ende dieser Sache steht und dann natürlich durch diese Unterlassung, ist ja kein Kraftakt, sondern das ist ja eher ein Schwächeakt, dann nur noch mit der Auswirkung klarkommen muss. Mhm. Und damit erstmal keine Wahl hat. Die Auswirkung ist erstmal da. Wenn man natürlich jetzt langsam aufwacht ja. und sich mit der Geisteswissenschaft befasst, erkennt man eben,
dass man auch innerhalb dieser Maßnahmen noch sehr viele Möglichkeiten hat. Mhm. Grundsätzlich vom Prinzip her ist, weil Geist schöpferisch ist, Geist ist überall, alles ist überall zu jeder Zeit vorhanden. Mhm. Aber ob man das nun für sich in Anspruch nimmt, ob man da drumherum um etwas Bewusstsein entwickelt und dementsprechend den Nutzen erhöht, das ist eine ganz andere Sache. Aber ich möchte nicht zu abstrakt werden. Tatsache ist, dass jetzt gerade Sachen passieren, die eben dieser Frau vielleicht mit zwei Kindern und der kränkelnden Mutter eine Realität präsentiert, die nicht wirklich harmonisch ist und die nicht zuträglich ist. Genau. Jetzt kann sich diese Frau, wie sie das vielleicht Jahrzehnte zuvor getan hat und wie sie es vielleicht auch gar nicht anders kennt, über diese Auswirkungen aufregen. Mhm. Und sagen, das finde ich doof, weil ich habe jetzt meine Kinder zu Hause und meine Mutter zu Hause und jetzt habe ich Kurzarbeit im Job. Das ist alles scheiße. Mhm. Ich komme nicht mehr klar. Ist menschlich völlig verständlich. Das ist Ursache und Wirkung. Es ist völlig klar. Aber es gibt ja einen Ausstieg, sonst würden wir ja heute nicht sprechen. Richtig. Der Ausstieg ist leider in den allermeisten Fällen einer, der mehr Zeit in Anspruch nimmt, als man eigentlich meint zu haben. Aber es gibt keine Alternative. Das ist das Problem. Weil das, was man jetzt als Maßnahmen wahrnimmt, ist ja nicht über Nacht entstanden. Das ist ja teilweise Monate oder Jahre zuvor geplant worden. Und von denen, die jetzt am empfangenden Ende dieser Sache sind, nicht erkannt worden, dass da sozusagen eine große Flutwelle kommt, dass da ein Tsunami kommt. Die Leute waren alle noch schön am Strand und haben geplanscht und haben sich dann auf einmal gewundert, wenn sie in 3 Meter Matsch begraben wurden. Mhm. Das heißt, sie haben es auch wieder hier unterlassen, genauer hinzugucken. Ich will jetzt keine, es ist keine Schuldzuweisung, es ist einfach nur eine Tatsachenfeststellung. Mhm. Und um jetzt was Neues zu schaffen, reicht es nicht einfach mal, sagen wir mal, positiv zu denken, anders zu denken, weil das positive Denken und das sich eine neue, was Neues vorstellen, schafft noch keine Realität. Das muss erstmal vom Unterbewusstsein aufgenommen werden und das muss dort tief einsinken, tiefe Furchen ins Unterbewusstsein ziehen, damit das Unterbewusstsein, im Prinzip synonym, neue synaptische Verbindungen im Gehirn schafft, was mir dann meine Sinneswahrnehmung verändert. Das braucht einfach Zeit und das muss geübt werden. Da muss man das Konstrukt dahinter kennen, dass dieses ja einfach nur das Konstrukt, die Vorgangsweise, und man muss wissen, welche Fähigkeit man besitzen muss. Und diese Fähigkeiten müssen eingesetzt werden. Und da ist das große Problem bei 99% der Bevölkerung. Sie wissen nicht, wie die Schöpfung funktioniert. Sie wissen nicht, wer sie sind. Sie haben diese Fähigkeiten nicht, weil sie sie nicht geübt haben. Und dementsprechend können sie bis auf wenige Ausnahmen gar nicht bewusst mitschöpfen, sondern fließen einfach in diesem Strom mit, in dieser Masse mit, wofür sie entschieden wird. Genau, wo sie sich dann ja überlaufen lassen von außerhalb, wenn wir wieder mit deinem Fluss kommen, ja? Richtig. Und na, dieser Frau jetzt mit den zwei Kindern und Kurzarbeit und der kränkelnden Mutter ist natürlich jetzt erstmal primär, und das gebe ich unumwunden zu, aber wir müssen uns hier nichts vormachen, ist erstmal natürlich nicht geholfen, wenn ich jetzt mit diesen tiefen Weisheiten komme. Tatsache ist aber, dass dieses Wissen absolut grundlegend ist und sich jeder gerne mal fragen darf, warum sowas nicht in der Schule gelehrt wird. Ja, sondern mehr so in diesen esoterischen Zirkeln. Was diese Frau aber machen kann, selbst wenn sie jetzt an der Situation direkt nichts ändern kann, nichts Signifikantes, Bedeutsames ändern kann, kann sie sich mit dieser Thematik befassen. Sie hat eigentlich gar keine andere Wahl, denn ansonsten wird das weiterhin für sie geschöpft. Und ich würde sogar so weit gehen, entschuldige, dass ich dir da ins Wort falle, aber um auch eine Lösung anbieten zu können, braucht sie erstmal eine gewisse Geistesruhe, weil das, was die meisten Menschen dann ja oder diese Frau dann wahrscheinlich in dieser Situation fühlt, ist eine gewisse Form von Angst und Panik, ja. Also Ohnmacht. Ich interpretiere das jetzt mal rein in unsere Geschichte, in unser Beispiel. Sie wird sich ja nicht pudelwohl damit fühlen, ja. Und dann kann man mit Stufe 1, glaube ich, beginnen. Das heißt immer so schön, mal ruhig bleiben, bisschen meditieren, bleib in deiner Mitte. Hört sich,
Ja, hört sich vielleicht auch ein bisschen einfach an, aber genau das ist für mich zum Beispiel Schritt 1, erstmal die Geistesruhe reinzubekommen, weil das, was du ja auch mit deinem Master-Key-System später schleifst oder wie tief das geht, das braucht aber erstmal so die ersten Schichten müssen weg. Dein erster Schritt ist mein vierter, ist mein, hey. Moment, siebter. Anfangen tut es mit dem Anerkennen oder der Anerkennung dessen, ich muss mir erstmal für mich selber anerkennen, dass sich etwas ändern kann. Wenn ich der Meinung bin, dass ich ohnmächtig bin, ohne Macht, dann bin ich das eben auch und dann komme ich gar nicht erst in die Gelegenheit, diese Realität, sagen wir mal so, aktiv mitzugestalten. Das heißt, die erste Sache ist die, es kann sich ändern für mich. Mhm. Nummer 2, ich habe es verdient, diese Veränderung, und ich bin gut genug dafür. Das wäre dann dritte. 3. Oder zählst du das? Nee, das sind die 3 Dinger. Das erstmal, es kann sich etwas ändern, weil alles, was wir wahrnehmen, ist relativ. Es steht in Bezug zu etwas. Und dementsprechend gibt es dazu immer ein Gegenteil. Das heißt, wenn jetzt irgendwas einfach Müll ist, gibt es auch eine Möglichkeit, dass es nicht Müll sein kann. Ihr sitzt in Deutschland, ich sitze in der Sonne in Südafrika. Mhm. Ne? Nur mal ganz plump gesagt. Das zweite ist, ich muss für mich anerkennen und eingestehen, dass ich es verdient habe, diese Veränderung. Mhm. Und als drittes eben, dass ich auch gut genug bin, weil viele Leute sagen, ich bin nicht gut genug. Die haben dann unterbewusste Programme laufen, Schuldgefühle laufen, nach dem Motto, ich habe das nicht verdient, ich bin gar nicht gut genug, diese Veränderung zu erfahren. Mhm. Losgelöst von C und dieser ganzen Idiotie. Mhm. Das sind die ersten 3 Schritte. Und die nächsten 4 Schritte hatten wir, du hast natürlich prinzipiell recht, die nächsten 4 Schritte hatten wir ja im letzten Podcast. Körperkontrolle. Machst du kurz nochmal dazu, genau, weil es einfach stimmig ist. Körperkontrolle, du brauchst ein gewisses Maß an körperlicher Kontrolle. Mhm. Und wenn du deinen Körper nicht kontrollieren kannst, kannst du deine Wirklichkeit nicht kontrollieren. Ja. Und nicht maßgeblich beeinflussen. Nach der Körperkontrolle, mit der Körperkontrolle, kommt eine Gedankenkontrolle. Wenn du nicht weißt, was du an Ängsten hast, was du an Befürchtungen hast, wo du Scham ist, wo Schuld ist, wo du wütend bist, wo du Ärger bist. Wenn du nichts weißt über die Qualität deiner Gedanken, wenn du dir dieser Qualität nicht bewusst bist, hast du auch keine Möglichkeit, da gedanklich dich darüber zu stellen und da einzugreifen. Das heißt, du musst erstmal eine gewisse Kontrolle über deine Gedanken haben. Denn wenn du dich immer, und das ist jetzt, ich meine, wir gehen richtig rein in die Tiefe, wenn du dich immer von deiner Außenwelt blenden lässt und immer von dem Dreck in der Außenwelt blenden lässt, von den Dreckspersonen und von den Drecksereignissen, von den Drecksentscheidungen blenden lässt, ist das auch ein schöpferischer Akt. Nur das ist einer, der dir... Wenn du jetzt sagst, wir wollen da ganz in die Tiefe gehen, dann komme ich jetzt wirklich mal und sage, alles das, was du gerade sagst, ist richtig. Dann würde sogar das Spielfeld, mit dem ich mich gerade beschäftige, sagen, und das habe ich mir alles ausgedacht. Holo Feeling. Ach Gott, das ist weit hergeholt. Natürlich hast du dir das ausgedacht, weil ja. Und das ist wieder noch tiefer. Genau. Außer dir gibt es keinen anderen. Das ist ja alles dein Bewusstsein. Nimmst du dein Bewusstsein weg, deine Wahrnehmung weg, ist alles weg. Einstein sagte mal, ich hoffe, der Mond ist auch noch da, wenn ich nicht hingucke. Und wenn er nicht hinguckt, ist der Mond eben für ihn nicht da und für die anderen eben auch nicht, weil es gibt ihn dann nicht mehr. Und das klingt abgefahren, aber es ist so. Unser Bewusstsein ist das Zentrum unseres Seins. Nimmst du das Bewusstsein weg, ist nichts mehr da. Und je höher das Bewusstsein, je ausgeprägter ist, desto mehr Macht und Kraft hast du, prägend auf die Schöpfung einzuwirken. Und das niedrige Bewusstsein auf die niedrigeren Ebenen hat eben nur beschränkte Möglichkeiten, da mit einzugreifen. Genau, und da wollten wir ja wieder einmal zurück, nehmen wir den Bogen zurück, damit wir es schön rund und abschließend bekommen können. Das heißt, nach diesem Punkteplan, den du eben vorgetragen hast, hat unsere Mutter die Chance, ihre Situation zumindest erstmal anders zu betrachten und dann natürlich auch zu verändern. Richtig, du darfst nämlich nie von dir auf andere schließen. Nur weil es dir dreckig geht, heißt es nicht, dass es allen anderen auch dreckig geht. Andere haben andere Entscheidungen getroffen, haben vielleicht vorgesorgt, haben das vielleicht kommen sehen, auf jeder Ebene, in jedem Element, und haben durch andere Entscheidungen sich eine andere Realität erschaffen.
nicht besser, nicht schlechter, einfach nur eine andere, mit der sie zufriedener sind, als mit der, die über sie hereingekommen wäre, wenn sie das nicht getan hätten. Was sagen wir unserer Mutter jetzt als abschließenden, mutmachenden Satz oder als Nee, das ist nichts. Wir haben gerade mal so ein bisschen gekratzt und wir sollten weiter kratzen, weil dieses Kratzen so notwendig ist. Es ist höchste Zeit, dass die Menschheit weiß, wie Schöpfung funktioniert, dass sie nicht länger so blöd durch die Gegend läuft, wie sie bisher gelaufen ist. Und sich eben aufgrund dieser Blödheit von anderen eine Realität schaffen lässt, die ihr nicht gefällt, wie zum Beispiel jetzt gerade. Ich bin völlig bei dir. Ich möchte nur unsere Zuhörer nicht überstrapazieren und habe für mich selber ja eigentlich immer ein 17-Minuten-Konzept, was wir deutlich überzogen haben, denke ich. Aber Richtig. Und da fahre ich dir mal ganz elegant in die Parade. Weil als Reiterin. Dir als Reiterin. Ich hole dich mal vom hohen Ross. Und ich hole alle anderen auch vom hohen Ross. Denn wir müssen endlich aufhören. Und jetzt wird mein Ton etwas lehrerischer und bestimmender. Bewusst. Wir müssen endlich aufhören, zu glauben, dass wir, wie ich so spaßeshalber sage, Erleuchtung einer Frittenbude bekommen. Dass wir das in kleinen Häppchen irgendwie so reingeschoben bekommen, dass das alles irgendwo leicht zu uns kommt. Hanel sagte im Master Key System, dass geistige Arbeit die härteste Arbeit von allen ist. Mhm. Weil man sich nämlich so leicht von der Sinneswahrnehmung blenden lässt. Und es ist für die meisten Menschen, die allermeisten Menschen, und das gilt auch für mich von vor 13 Jahren oder 14 Jahren, höchste Zeit, sich mal eingehender mit dieser Thematik zu befassen. Ungeachtet dessen, ob du jetzt gerade auf Kurzarbeit bist, zwei Kinder zu versorgen hast und eine Großmutter hast, die irgendwo, eine Mutter hast, die irgendwo Hilfe braucht. Ist egal. Wenn du dir diese Mühe nicht machst, wenn du dir die Zeit nicht nimmst, dich mit diesen Sachen zu befassen, wird sich für dich nichts ändern. Und nicht, weil du ein böser Mensch bist oder es nicht verdient hast, sondern einfach, weil du es für dich nicht in Anspruch nimmst und das auf keine andere Art und Weise für dich geschehen kann. Es sei denn, du sagst, ich mache das jetzt einfach. Mir ist das egal, was jetzt gerade ist. Ich begebe mich jetzt auf den Weg, was Neues zu erschaffen. Mein Bewusstsein zu erweitern, mich mit diesen Schöpfungsprinzipien zu befassen, da tiefer einzutauchen. Denn nur das ändert etwas. Nur das. Und das ist ja das Schöne, das haben ja auch alle verstanden, dass wir den freien Willen besitzen. Richtig, der Wille ist aber eine Funktion des Verstandes. Die Schöpfung ist aber keine Funktion des Verstandes, sondern es ist eine Funktion des Unterbewusstseins. Und wenn wir nicht wissen, dass wir über unseren Verstand, über unsere nur Sinnesreize aufnehmen, die sich bereits ausgewirkt haben, und nicht wissen, dass es das Unterbewusstsein ist, aufgrund seiner Verlässlichkeit und seiner lebensrichtigen Ausstellung, weil unser Verstand hat oft keine lebensrichtige Einstellung oder Ausrichtung. Das sehen wir daran, dass es an den Tankstellen Alkohol, Zigaretten und Süßigkeiten gibt und die gut verkauft werden. Das sehen wir an dem Krankenhausaufenthalten, das sehen wir an den kranken Menschen, Menschen, die ihre Gesundheit bewusst kompromittieren, ihre geistige und ihre körperliche und ihre emotionale Gesundheit und ihre finanzielle auch noch. Für mich ist aber der Wille an der Stelle die Gartenpforte für die, die dann eben gerade sagen, oh, es ist alles so schrecklich und geht nicht, wie fange ich denn an? Mit der Gartenpforte, mit dem Willen, mit dem Verstand erstmal den Fokus auf das zu legen, was du uns ja gerade etwas ausführlicher dargelegt hast, um überhaupt Richtig. Dahin zu kommen. Ich muss erstmal ganz dann vorne anfangen und die Gartentür aufmachen, damit ich das Grundstück betreten kann. Richtig. Und das haben wir damit gemacht, dadurch gemacht, dass wir uns erstmal eingestanden haben, dass es eine andere Möglichkeit gibt. Mhm. Sehr wohl, momentan erst als Potenzial, später dann als Wirklichkeit, als Verwirklichung, dass wir gut genug sind, dass wir es verdient haben, dass wir uns körperlich kontrollieren und entspannen müssen und dass wir uns eben auch gedanklich kontrollieren und entspannen müssen. Das heißt, am Ende, am Anfang steht immer die Kontrolle. Und das ist dann Punkt 4 und 5. Und dann steht die Entspannung. Körperlich und gedanklich. Und erst, wenn wir gedanklich entspannt sind, und das ist das, was du sagtest, wenn wir ein gewisses Maß an Ruhe in unser Leben, in unsere Gedanken, in unsere Atmung gebracht haben, sind wir überhaupt in der Lage, unsere Aufmerksamkeit auf etwas zu richten, von dem wir jetzt mal sagen oder annehmen, dass das einfach schöner und harmonischer ist. Für die Kinder, für die eigene Arbeit, fürs eigene Leben, für die
kränkelnde Mutter etc. Mhm. Weil Kurzarbeit, Kinder müssen irgendwie versorgt werden, Mutter muss irgendwie versorgt werden, das sind ja auch alles nur Auswirkungen. Da, um diese vier Punkte herum gibt es ja auch noch reichlich andere Möglichkeiten, die andere Menschen sehr wohl in Anspruch nehmen und sich vielleicht nicht absolut, aber relativ dadurch das Leben erleichtern. Das heißt, ich muss mir erstmal ein Fundament schaffen, ich muss mir erstmal eine Basis schaffen, auf der ich meine Vorstellungskraft engagieren kann, damit die eben mir neue geistige Bilder schafft, damit ich die eben dann auch im Außen als Realität so wahrnehme. Mhm. Und das ist nichts, was man mal in einer halben Stunde macht oder in 17 Minuten macht oder in 2 Monaten macht. Das braucht einfach Zeit. Nee, aber und wir haben es gerade geschafft, in einer halben Stunde Impulse zu setzen. Für die, die dann schon mal an der Gartentür stehen, haben wir schon mal die richtige Frequenz in die Welt gebracht, denke ich. So ist es. Und damit schließe ich diesen Podcast auch für heute. Ich denke, das ist genug Futter gewesen. Deine Ansage hat mir gefallen. Also ich bin noch nicht vom hohen Ross gestiegen, sondern ganz im Gegenteil. Das hat mich bestärkt in dem, was ich meine Wahrheit nenne. Vielen Dank, lieber Helmer, für dein Sein und deine wahren Worte. Bis demnächst in dieser Runde, oder? Auf jeden Fall. Es lohnt sich auf jeden Fall. David Icke sagte mal, die Wahrheit macht dich frei, aber zuerst wird sie dir gehörig auf den Sack gehen. Und diese Freiheit kommt mit einer Kraft, mit einer Freude, mit einem Genuss. Und ich lass mich mal schließen mit dem Satz für oder an alle Zuhörer, die sich natürlich diesen Podcast gerne auch doch ein zweites, drittes oder viertes Mal anhören dürfen, damit das durch die Wiederholung einsinkt. Lass dir einfach nur gesagt sein, dass nirgendwo geschrieben steht, wie oder was du denken musst. Ich wiederhole das gerne nochmal. Nirgendwo steht geschrieben, wie oder was du denken musst. Das entscheidest du ganz allein. Und du kannst, du schöpfst immer in eine von zwei Richtungen. Die eine ist lebenswidrig, die zieht dir Energie ab. Und die andere ist lebensrichtig, die gibt dir Energie. Und insbesondere dann, wenn du in deiner Außenwelt erstmal das Negative, das Schlechte, das Üble, das Beschränkende, wie jetzt gerade wahrnimmst, ist es umso wichtiger, in deiner Innenwelt positiv, optimistisch, aufbauend, liebevoll, harmonisch, kräftig, voller Sonne, Licht und Liebe sozusagen zu sein und zu bleiben. Denn diese Wiederholung, diese Impulse nimmt dein Unterbewusstsein auf und schafft dir dann das dafür entsprechende Nervenkostüm und dementsprechend die veränderte Sinneswahrnehmung und Erfahrung im Leben. Danke, Helmer. Das war ein langer Abschlusssatz mit einem Lächeln für die Zuhörer. The world becomes one. The world becomes one. The world is one. Podcast. Gespräche rund um die Welt.